Schönen guten Abend und herzlich willkommen zum Meinl VIP Talk hier aus der Stechert VIP Lounge. Nach dem 4:1 Heimsieg gegen Fortuna Düsseldorf sitzt Stefan Fürstner neben mir. Erstmal schön, dass du dir noch die Zeit genommen hast und herzlichen Glückwunsch zum geilen Spiel. Dankeschön. War das heute mehr Arbeit oder war das mehr Spaß? Also ich denke, Arbeit mit Spaß verbunden. Ich denke einfach, ihr habt das gemerkt, dass wir heute richtig Bock hatten, auch so ein bisschen die Kritiker eines Besseren zu belehren, indem wir einfach hier ein Feuerwerk abbrennen wollten. Wir haben nicht den besten Fußball gespielt, aber ich denke, wir haben sehr, sehr oft erfolgreich gespielt die letzten Wochen. Und heute war einfach beides auf dem Platz zu sehen. Und muss auch einfach ein Lob an die ganzen Fans geben. Ihr habt uns heute über 90 Minuten komplett unterstützt. Und das hat die Mannschaft heute auch gesagt, was wir heute erlebt haben, das war auch Gänsehaut und so muss es einfach weitergehen. Dankeschön. Nach 20 Minuten, glaube ich, stand das Stadion zum ersten Mal, da stand es auch noch 0-0. Das tat sicherlich gut, ne? Ja, wir haben von Anfang an Druck gemacht. Der Trainer hat schon viel vorweggenommen. Wir haben uns einfach vorgenommen, früh zu pressen, den Gegner einfach sehr, sehr früh im Spielaufbau zu Fehlern zu zwingen. Und wir haben einfach wahnsinnig viel investiert heute, sind marschiert ohne Ende und ich denke auch, der Sieg in der Höhe geht auch völlig in Ordnung. Also, hattest du das Gefühl, dass das Spiel zu irgendeinem Zeitpunkt auf der Kippe stand, dass Düsseldorf hier was mitnehmen könnte? Oder waren die heute einfach zu schwach? Ja, zu schwach nicht. Wir waren heute einfach richtig gut. Das muss man einfach so sagen. Natürlich war der Gegner sehr verunsichert. Die hatten wahnsinnig viele Ballverluste in der Vorwärtsbewegung, was uns natürlich eingeladen hat, die Konter anzufangen, aber wir haben es ja auch einfach teilweise nicht gut gespielt und dadurch hätten wir einfach unser Spiel besser oder früher in die richtige Bahn lenken können. Das haben wir ein bisschen versäumt und da musste man wieder einen Standard herhalten. Ja, und das war, finde ich, dann der Knotenlöser. Du hast gerade schon, als wir rübergelaufen sind, gesagt, ich habe schon gemerkt heute, wir hatten heute alle Bock. Wann hast du es gemerkt, dass das heute was wird? Ja, das ist immer so ein Gefühl eines Fußballers, wenn man dann hierher fährt. Das Wetter war schön, der Rasen war perfekt. Und dann entwickelt man einfach so ein Gefühl. Natürlich muss man es auch umsetzen, das hilft ja nichts, ein Gefühl zu haben. Nee, wir sind einfach wahnsinnig glücklich, dass wir einen weiteren Meilenstein erledigt haben. Und jetzt gilt es einfach, munter putzen und gleich auf Pauli konzentrieren. Du sagst es, munter putzen, da nicht mehr dafür bleibt viel Zeit. Am Freitag geht schon weiter beim FC St. Pauli. Da erwartet euch vielleicht ein Alles-oder-Nichts-Spiel. Die haben heute mit 3:0 in Paderborn verloren. Was glaubst du, wie geht ihr das Spiel an und was ist da möglich, beziehungsweise was wird euch dort erwarten? Ja, die Tabellensituation ist ja klar. Wenn wir dort gewinnen, denke ich, sind die auch aus dem Rennen. Aber Freitagabend am Millerntor, ich glaube, es gibt nichts Geileres, dort spielen zu dürfen. Und es wird eine hitzige Atmosphäre, dem müssen wir uns stellen. Und ich denke, wenn wir an die Leistung hier anknüpfen, die wir heute aufs Parkett gebracht haben, dann können wir da einfach selbstbewusst auftreten und den Gegner auch vor große Probleme stellen. Das wünschen wir euch, dass euch diese Leistung nochmal gelingt. Wünschen wir auch dir persönlich alles Gute und bringt uns was Schönes mit aus St. Pauli. Wir sehen uns dann hier in der Trolley Arena wieder am 12. April. Das ist ein Samstag, dann Heimspiel gegen den FC Erzgebirge Aue. Bis dahin Ihnen noch einen schönen Dienstagabend und natürlich auch einen guten Nachhauseweg.